Event umschwärmt. Jetzt wieder ja, Norden. Das machen wir gleich mal. Okay. Okay. Ah, jetzt hat schon. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Meyerlux. An alle, die mich hören können. In unserer Gegend gibt es eine kleine Krustentierkrise. Es ist mal wieder Krustentierkrise. Kommen hervorgekrabbelt. Sie scheinen alle unterwegs zum See zu sein. Okay, ich glaube Eisenmeier und Simonowitsch daher. Sie bei der Königin brüten können. Anderenfalls werden wir von Meyerlux überrannt. Ihr wisst mehr als ich, also renne ich euch mal hinterher. Mal ein bisschen gucken, wie kommen jetzt angelaufen irgendwo. Mhm. Okay. Bevor die hier auf der Insel sind, müssen die platt sein. Ach, müssen die platt, bevor ja. Achso. Okay, gut. Okay. Ja, darum reicht eigentlich einer hier. Achso, sollten wir vielleicht auch, sollten wir uns verteilen? Oh, da hinten. Sollten wir uns verteilen, Eisenmeier? Dann nicht auf der Insel, sondern... Ja, die kommen zwischen den Gebäuden hier, aus Richtung Westen so. Aus Richtung Westen, also West, da hinten. Nordwest. Okay. Ah, da. Ja, ja, ich sehe sie. Messerklauen und sowas. Mhm. Ach, schon tot. Ja, man sollte nicht auf tote Sachen schießen. Wow. Wow. Okay. Was, ja, ja. Passiert da? Explo. Da hinten kommt einer. Oh, da hinten kommt einer. Da hinten. Okay. Halte die nächste Horde auf, bevor sie die Brutplätze erreicht. Okay, ich glaube, aber wenn die sich so verteilen, das ist so doof, ne? Wo man dann wirklich besser untergebracht ist. Man hat gesagt, dass es einfach wird. Was? Niemand hat gesagt, dass es einfach wird? Abgeschlossen? Jo, das war's. Oh, cool. Okay. Okay. Ey. Nicht schlecht. Lebensrettend Metallrüstung, linker Arm. Wie das wir haben? Meiner hat Kronkorken gehabt. Nein, danke. Oh, ich bin schon fast. Leiter Jackie. Fast wieder überladen, ne? Was schmeiß ich denn mal weg? Kork und Leder. Weg. Säure und Dünger. Weg. Fieberglas. Na gut, dann. Ja, dann machen wir jetzt gleich weiter. Das ist. Oh nee, warte mal. Das abbrechen. Das brauche ich, glaube ich, noch. Gummi. Nein, danke. Schieb. Unbearbeitetes Leder. Vorkriegsgeld. Nein, danke. Ich hab im ersten Rang. Die Kalkwappe. Was? Was machst du denn? Simonovic ist da hinten. Ich hab dir gesagt, weitergehen. Ja, ja, entschuldige. Ich habe eben noch Sachen weggeschmissen, weil ich komplett überladen bin. Ich habe noch gewartet auf Lizzie. Yay! Hier ist das, das ist ja... Simonovic! Simonovic ist eine Kaulquappe! Okay, finde den Ursprung der Gerotten... Was? Nur nee. Den Helm abnehmen dafür. Ja. Die eigentliche Quest ist... Finde den Ursprung der Geräusche. Der Geräusche, genau. Mit einer Lebenserwartung von über 20 Jahren... Was sind denn die Geräusche? Die Musik im Hintergrund oder was? Der Pfadfinder-Pioniere werden bald wieder gefährdet. Keine Ahnung. Hallo, wen haben wir denn da? Du siehst aus wie ein vielversprechender Rekrut. Genau das, wonach ich suche.
Da die Mitgliederzahlen zu stark gefallen sind, wurde ich von, nun ja, mir ermächtigt, dich bei den Pfadfinder-Pionieren willkommen zu heißen. Du gehörst jetzt zu den patriotischen Schauen. Und am besten vorbereiteten Jungen. Ich bin rausgetappter Heuchautomatisch. Amerikaner. Du wirst hiermit in den Rang einer Kaulquappe erhoben. Ja. Dies ist deine erste offizielle Pfadfinder-Pionier-Uniform. Trage sie mit Stolz und halte sie sauber. Jetzt frisch auf, kleine Kaulquappe. Kleine Kaulquappe. Deine Anzeichen wollen verdient sein. Ja. Mit Fleiß und Ausdauer schaffst du es im Handumdrehen zum Opossum. Im Handumdrehen, alles klar. Was, Froschglas? Oh Gott. Wow. Oh Gott. Ja. Jetzt geht's los. Tugend unter Beweis stellen, Güte, belebe einen Verbündeten wieder, Hilfsbereitschaft. Die Trauerwalde wächst pro Jahr zwischen 1,5 und 2,4 Metern. Dadurch gehört sie zu den am schnellsten wachsenden Bäumen weltweit. Auch räume die Kitty-Corner-Hütten auf, okay. Ja, sowas könnten wir zum Beispiel machen. Für ein Dolly Sauce? Das könnten wir auch machen, definitiv. Das mit dem Beleben und all sowas, das müssen wir dann eben... Wenn man singen hört, sind dies meist die Menschen. Ja, nun, Jackie ist gut, ne? Ich will jetzt mal eben meine Pfadfinder-Uniform anziehen. Pfadfinder, Pfadfinder, Pfadfinder. Uniform Kaulquappe. Kennst du dich mit Baseball aus? Nee, überhaupt nicht. Ja. Er kann 4 Punkte machen. Ich vermisse den Anblick von Pferden. So edle Geschöpfe. Oh ja, Pferde. Wie weit ist die erste Base bis zur zweiten? Wer ist es entfernt? Ich bin eine Kaulquappe! Mit 60 Fuß, 90, 100 oder 3,2 Kilometer. Oh, warte, stimmt. Sam sucht dich. Wir sind alle Kaulquappen. Ah, verdammt. Weiß nicht, was ist denn ein Fuß? Keine Ahnung. Also 60 oder 90 würde ich sagen, Mensch. Okay. Das ist abgebrochen. Ich bin ein Pfadfinder mit Bierhut. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Bierhut nicht dabei habe. Ich habe ihn gerade gesucht. Ich habe nur den Aluhut dabei. Was? Ja! Was? Ja, ich schäme mich auch voll. Es tut mir so leid. Ich geh hier rein. Ich gehe in den Müllcontainer. Hallo Simonovic. Hallo. Simonovic hat einen Mute mit. Ist doch nicht wahr. Ist hier ein Stash in der Nähe? Ja. Ich brauche ein Stash. Gib mir ein Stash. Da. Ich fühle mich so schlecht. Hab sogar ein Foto gemacht. Ich finde noch. Mit Simonovic. Aha. Vor allem Simonovic mit seinem Bart dann, ne? Alle Altersgruppen sind neidisch. Kurze Hose Holzgewehr hier. Pionier stammt vom französischen Wort Pionier ab, was Fußsoldat bedeutet. Ah, Fußsoldat, alles klar, okay. Sind Fußsoldaten. Okay. Kitty Corner Hütten aufräumen. Pioneer Scouts Knowledge Exams, okay. Ja, da kannst du so Prüfungen drin ablegen, die brauchst du für die, Ich brauche ein Update. Es gibt so viele neue Kreaturen, die sich nicht immer den Update. Wo? Ich weiß nicht. Ein Atomschlag steht bevor. Tod von oben? Wo? Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ich habe hier keine Anzeige. Queen? Bei der Queen? Ach, das Gebiet. Alles klar, dann machen wir die Queen. Auf geht's. Zur Abbruchstelle V9. Machen wir die Queen. Okay. Ja, warten wir erstmal. Mal gucken. Ich werde hoffnungslos überladen sein. Ich auch. Warte mal, sonst würde ich vielleicht mal eben nochmal. Aber nützt mir das überhaupt was, ins Camp zu gehen? Ich habe keinen Platz mehr in der Kiste. So. Ja, ich habe, glaube ich, auch keinen Platz mehr in der Kiste. Das ist mein Röckchen beim Einsteigen in die V-Rüstung ist sehr. Sollte man sich immer gründlich absuchen. Warten wir mal eben, bis sie gefallen ist. Ja, wie viele Leute da überhaupt hingehen, ne? Wir können ja schon mal zur Abwurfstelle V9. Die ist noch außerhalb. Ja, von da aus kämpfen wir auch. Wir müssen nicht in die Zone. Dann reise ich da eben hin. Ich bin schon unterwegs. Ach, du bist schon unterwegs. Okay, gut, dann warte ich mal eben, bis du da bist.
Ach, sind die gleichen von eben, Menander und Quincy, alles klar. Bitte? Die sind, stehen schon da. Wieso kriege ich jetzt Eisenmeier nicht ins Visier? Nein, sollte ich doch nicht schießen. D und dann schnelle Reise. Jetzt. Simonovic habe ich aber eben. Okay. Interessant. Ja, ich sag jetzt nicht mehr das war oder was das war. Ich sag mal, es klang wie ein Bürostuhl, den man hoch pumpt. Da ist eine Brandbestie. Ein Teller glaub, mit einem Schokokussbrötchen, okay. Nein, die. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber das sind verbrannte. Wow. Ja, ich bin mittendrin gespawnt, okay? Ja. Ich sollte mal eine Waffe in die Hand nehmen und nicht. Es sind auf jeden Fall schon einige da. Aber die Brandbestie ist unabhängig von der Brandbestie. Die ist ja noch gar nicht gefallen, die Bombe. Die kommt ja erst noch. Die ist ja jetzt genau. 17 Sekunden noch. Die wird außerhalb vom Radius. Ja, ja, wir können auch hier stehen bleiben. Also. Ja, ich würde sagen, wir bleiben definitiv hier stehen, weil. Ich will da nicht rein, wenn die Bombe fällt. Nein, wir waren beide, Lizzie und ich. Lizzie, du bist. Ja? On the brick, glaube ich. Am Rand von der Zone. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. So. Okay. Was? Immer einer wieder, warum auch immer. Oh, da ist sie, da ist sie, da, da ist sie, da ist sie. Eine 95er. Okay. Ja. Viel Glück, ja, komm, ich komm, noch, komm, noch, komm, noch. Jetzt. Und dann noch eine normale Brandbestie. Normale kommt auch noch, okay. Oh je. Ich bin einfach null Schaden. Ja, den Schaden siehst du gar nicht. Ja, das ist. Wie viel Zeit haben wir? Eine halbe Stunde hat man Zeit. Okay, ja, ja. Gut. Ja, aber das geht schon runter. Das sind genug Leute. Ja, die resettet sich aber auch nochmal. Ja. Ich mach mal die normale Brandpiste. Ist sie. Jetzt, sie kommt runter, sie kommt runter. Falsch, falsch, falsch. Raus, 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 raus aus dem. Oh! Ich bin an ihrem Eiersack. Leck, ich. Leck, 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 leck. Oh, ich höre Hunde. Wölfe, was auch immer. Ja, Alpha-Mischling. Hab ich hier irgendwo. Und ein Nebelschildchen. Boah, ich bin unter der Königin. Ja, ich auch eben gerade. Am Eiersack war ich doch nicht gerade. Oh, die geht aber jetzt gut runter. Ja. Aber ich flieg doch mal weg. Jetzt flieg ich unter. Oh nein! Sie hat sich geheilt. Ja, ja, wir sind ganz normal. Wir sind weg. Okay. Okay, okay. Heilungsboost als legendär. Ah, alles klar. Legendärer Effekt. Machen alle drei Sterne legendär. Okay. Ah, oh, zweiten hier ist er. Ja. Ja. Ich bin wieder auf dem Sack. Es ist schon wieder so laut. Aber du bist unterm Sack, habe ich gerade gehört. Ja. Ich hab Autobug gehört, gar nicht. Ich höre nicht. Ich hau einfach mit irgendwas drauf. Ist mir jetzt ja egal. Ja,
Lad doch nach! Maulöffel ins Auto. Ich weiß nicht, wer ist das für mich jetzt? Und den linken Baustelle. Also ich brauch halt nur den linken Fuß. Okay, alles klar. Ist weg? Nein. Nee, sie ist immer nach unten. Okay. Todesfalle. Ja, das wäre schon nicht schlecht, aber selbst dann könnten wir trotzdem klein kriegen. Ich muss sagen, wenn die Rode ist, wirklich den Auto fahren müssen. Ja. Echt dummer Schnell. Boah. So ein sauer Verdachter. Meinst du, dass das ein Bug ist? Ja. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! So, Kopfzeug wegrollen. Ich bin wahrscheinlich jetzt hoffnungslos überladen, aber ist mir sowas von egal gerade. Leuchtender Mutantenhund war da gerade, okay. Warte mal, was ich gerade bekommen habe. Weiß nicht, was hast du gerade bekommen? T51, Jetpack. Ach, echt? Cool! Das ist doch richtig gut. Zufall? Ich denke nicht. Das Spiel hasst. Cool, das war doch richtig gut. Yay! Die Schreckensherrschaft der Brandbestienkönigin hat ein Ende gefunden. Sehr schön. Wer geht denn auf mich? Warte. Ah! Leuchten die Honigbeste. Alles bekommen. Alles klar, okay. Was mache ich da eigentlich? Das hat so wenig Sinn. 80 Brandbeste. Baumland, Deko und Terminierungsdusche. Yes! Cool. Wo seid ihr denn? Ich bin immer noch hier. Also, ich bin immer noch hier. Ach, da! Da hinten, ich wollte gerade sagen. Hier oben auf dem Zaun. Ach, du bist auf dem Zaun, ich wollte gerade sagen. Ich habe einen Dekontaminierungsduschen-Bauplan. Ich bin glücklich. Cool. Sonst keine Bauplan, aber. Ich guck gerade. Ich hab so wild eben auf. Ja. Hab ich auch gekriegt. Ich grad schon was Neues. Dekontaminierungsdusche habe ich auch gekriegt. Sehr erstklassiger cool. Impro-Revolver. Na toll. Brandbestie. Wo ist denn da die Brandbestie? Die ist eben gerade vorbeigeflogen. Das ist ein Verschluss für die Ultrazit-Munition. Und die kommt auch gleich runter. Und das war's. Die ist schon ja, hinüber. Die Viecher, ja. So, ich glaube, ich habe den nicht mal getroffen. Rezept. Ich habe irgendwelche Waffen und so weiter bekommen. Was? Ein Plasmagewehr. Was kann das? Plasma schießen? Das kann auch hier und es kann Plasma schießen. Kein Legendary, ne? Nein, kein Legendary. Habe ich aber, glaube ich, auch nicht. Ich weiß gar nicht. Ich müsste im Nachhinein noch mal eben gucken, was ich gekriegt habe.
Oder Rüstung, ne? Ich hab also ein legendäres Chamäleon, garantiert. Chamäleon Marine Rüstung Großteil. Stufe 45. Verdammt, die hatte ich bestimmt schon vorher. 3 Sterne. Da kann ich gleich was drauf ist. Du verschmilzt mit deiner Umgebung. Plus 1 Wahrnehmung, 50% höhere Haltbarkeit. Okay. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher, was ich gekriegt habe. Ich müsste im Nachhinein nachgucken, was ich bekomme. Kannst du in den Automaten reinschreddern für Legendärscheine? Ja, eben, ja. Was macht Kor da? Frisst der da? Ich meine, isst der da irgendwas von den Viechern? Ja, wenn er Kannibale ausgerüstet hat, dann. Ich will hier weg. Das macht mir voll Angst gerade. Das klingt so merkwürdig. Der geht hier von Leiche zu Leiche. Ja, dadurch heilst du dich und stillst halt deinen Hunger, ne? Oh, wie gruselig. Ich hab den Skill auch. Also nicht ausgerüstet, aber. Oh, danke. Ich glaube, den bekommt man irgendwann. Von Rose, glaube ich. Das ist ja gruselig. Das ist mega gruselig gerade. Oh ja, das bekommt man im Laufe der Rose-Quest. Optional muss man einen Ghoul essen. Genau, und, ja. Bekommt man diesen Perk irgendwie von Rose. Genau. Wollen wir jetzt in die radioaktive Zone rein? Oder nicht so? Oder wie schaut's aus? Wenn ihr Flux oder so braucht? Lizzie wird noch Flux brauchen, schätze ich mal. Ja, ich habe aber ja noch nicht mal die passenden Baupläne dafür. Das ist das Problem, ne? Ja, aber solange es stabiles Flux ist, wird sie nicht hin. Die Seuchenrüstung nehmen sollen, die ist vertrauenswürdig. Achso, war vorhin. Weil wir bräuchten ja radioaktive Masse und so Zeugs. Ja, eben, und das ist hier schwer zu kriegen. Das kriegst du dann nicht. Ja, das können wir immer noch machen. Also, na, wir wollten ja sowieso noch mal gucken, wie wir weitermachen mit dem ganzen Kram und sowas. Ja. Ich müsste auch erstmal den Bauplan haben. Und erstmal die Servus bräuchte ich ja und dann wollte ich. Ja, also ich muss was trinken. Ich hab mega Durst. Auch noch. Das auch noch? Das sind viel zu viele Sachen auf einmal. Kommt da noch was? Nee, das war's. Nee, wenn wir jetzt nicht in die radioaktive Zone gehen, dann war's das. Wir haben die Königin jetzt, die liegt da jetzt. Die Königin ist ja erledigt. Moment, kommen Kaulquappen nicht aus der Leiche? Ja, klar. Oh, Quincy, hallo und guten Abend, ja. Aber ich kann gerade nicht schnell reisen, ich bin überlastet. Jetzt erst gesehen. Lissy haut Eiersäcke. Ja, tu ich, Pando, tu ich. Madel aber auch. Die hat direkt drunter gestanden. Nur, dass du Bescheid weißt. Nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, Pando. Also ich muss mal zur Station Watoga. Ich muss verkaufen. Ja, Ich kann nicht mehr schnell reisen. Ich bin überladen. Das ist du kannst, warte mal, hier oben an diesem... Haben die Idee? Schuppen. Kannst du auch zerlegen. Ja. Ja, ich habe aber, ich zum Beispiel habe ganz viele legendäre Sachen und die kannst du ja nicht zerlegen, das ist das Problem. Und wegschmeißen möchte ich die eigentlich auch nicht. Also ich würde mitkommen. Weg geht, verkaufen wir. Nach Watoga. Ja, aber so viele legendäre Sachen kriegst du ja auch nicht, maximal 2. Ja, aber wir waren ja schon beide ziemlich voll. Eben, ich hatte auch schon ganz viele Sachen. Die Hutschwestern, Junge, ewig voll. Ich hab eine Armbrust, okay. Oh, die behalt. Das Plasmagewehr will keiner haben. Dann zerlege ich's. Okay. Ich hab auch einen Kryolator. Brauche ich den? Nein. Nein? Ich bin trotzdem noch überladen. Ich bin auch so hoffnungslos überladen. Und wenn wir nach Watoga laufen, dann kann ich mir auch gleich meinen Bierhut holen. Genau. Dabei. Hm? Habt ihr denn alles dabei? Viel zu viel. Na, der Stash ist voll. Viel. Vor allen Dingen in der Power-Rüstung, in der Bagger und dann noch überladen und Stash voll. Was hast du alles dabei? Du kennst mich, oder? Du kennst mich doch. Alles. Ja, aber trotzdem, was hast du alles dabei? Ich müsste wohl, also vielleicht mal in einer intimen Minute dir mal zeigen, was ich immer in der Handtasche habe. Das willst du gar nicht wissen. Also ich könnte MacGyver neidisch machen, glaube ich. Da ist noch eine Brandbestie vor mir.